Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserer War to Glory. Heute mit einer weiteren SBC, die wir abschließen. Ihr habt es schon gelesen im Videotitel. Die Team of the Year Verteidiger kamen gestern, sind jetzt noch für anderthalb Tage in PAX, das heißt bis morgen um 19 Uhr. Das für euch schon mal direkt die Ankündigung. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass dann morgen ab 19 Uhr alle Spieler zu ziehen sind. Ich werde auf jeden Fall morgen Abend live sein. Auf jeden Fall auch rund um 19 Uhr. Und falls das so ist, können wir endlich reinstarten und meine ganzen Packs ziehen. Ich habe ja auch saftig Upgrade-Packs. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft ein paar mehr Bundesliga-Upgrade-Packs machen. Ich hatte das Gefühl auch von Leuten, die mir das getweetet haben und so, dass das ein bisschen leichter ist, ne? Natürlich absolut immer noch übel schwer, eine Team of the Year Karte zu ziehen, aber gerade so ein Davis und so ein Neuer und so ein Kimmich, ich glaube, dass ich die eher kaufen könnte, weil die ganzen Premier League Karten schon nochmal ein Stück teurer sind. Zusätzlich gab es ein Voting, eine Team of the Year Fanwahl, und das fand ich persönlich irgendwie sehr kurios, die aus, also Messi, Thiago und Son, klar, alle drei sehr gute Spieler. Aber irgendwie fand ich das persönlich so ein bisschen weird. Also ich weiß nicht, irgendwie, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht, dass halt kein Neymar und so mit dabei ist, wird wahrscheinlich alle drei freuen, weil sonst hätte Neymar, denke ich mal, safe gewonnen. Wir kriegen auf jeden Fall Messi für ein Spiel, den kann ich dann immer benutzen für die ganzen Friendlies, das ist okay. Also ich nehme Messi, mir persönlich ist es eigentlich relativ egal. Ich glaube, dass ich mit Messi halt am ehesten mal was anfangen kann und dass ich mir Messi vielleicht am ehesten leisten könnte mit 5 Euro Coins. Son wäre halt auch mega geil, Son wird aber zu 99% leider nicht gewinnen. Den würde ich sonst auch gerne nehmen und Thiago persönlich lockt mich am allerwenigsten. Ob er es jetzt verdient hat oder nicht, ist mir an dieser Stelle eigentlich recht egal. Es ist eh jetzt diese 12. Wahl und da geht es mir dann auch irgendwie nur darum, welche Karte ich wahrscheinlich am ehesten in FIFA spielen würde. Das wäre halt Messi oder Son. Nehmen wir Messi, sind wir uns mal einig, der gewinnt doch sowieso. Der gewinnt doch sowieso. Wie gesagt, ansonsten kam ja ein Boateng. Und ich bin froh, dass ich Dybala nicht gemacht habe. Denn das wäre ein bisschen too much geworden. Denn ich, wie gesagt, es kam jetzt mit Boateng eine SBC, die ich, glaube ich, viel mehr spielen würde als von Paulo Dybala. Auch da habe ich gesagt, ist eine gute SBC, kann man machen, wenn ihr Bock drauf habt. Boateng, genau dasselbe, ist eine geile SBC. Aber warum wir den brauchten oder warum ich den brauchte, wie gesagt, ich plane eigentlich ein Team. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Vielleicht mit Davis, vielleicht mit Kimmich, vielleicht kann ich mir beide kaufen. Und vielleicht sogar noch einen dritten, entweder ein neuer oder vielleicht ein Trend, der auch vielleicht nicht so teuer ist. Mal schauen, wie sich die Preise so verhalten. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf Davis, sagen wir es mal so. Und ich brauche auf jeden Fall langfristig einen Innenverteidiger von Bayern. Es gibt noch Alaba, Award to the Final, aber da passt Boateng einfach perfekt rein. Plus, im letzten Jahr, das weiß ich noch ganz genau, im letzten Jahr gab es diese Flashback-Karte. Die haben wahrscheinlich übel viele von euch abgeschlossen. Das war meine absolute Hasskarte. Der Typ war so gut immer gegen mich. Der hat immer, keine Ahnung, da meinem Delgisch oder wen auch immer ich immer im Sturm hatte bei der Pacto Glory, hat den immer eingeholt. Der hat mich immer zur Weißglut getrieben. Deswegen dachte ich mir, okay, dieses Jahr musste den Boateng holen und ich habe, das seht ihr hier, versucht, alle meine Premier League-Bundesliga-Spieler zu benutzen. Das war auch absolut smart, denn ich ziehe jetzt absolut viele von diesen Upgrade-Packs, sonst hätte ich die ja alle doppelt und müsste die abstoßen. Deswegen dachte ich, passt das eigentlich gerade perfekt. Also ich habe halt maximal immer so 1k für so einen Baumann oder so ausgegeben. Hier seht ihr das Team zum Beispiel. Teilweise hatte ich sogar auch ein bisschen zu viel Chemie. Aber wie gesagt, ich musste, glaube ich, nur ganz wenige Karten abgeben, die ich jetzt nicht im Verein hatte. Und auch wenn es vielleicht mal so ein Tejas natürlich ein bisschen mehr wert ist als so der Standard 84er. Ne, logischerweise, weil es halt ein Linksverteidiger ist und man kann ja eigentlich ganz gut spielen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ich viele davon nochmal ziehen werde. Ich habe ja jetzt schon alleine, glaube ich, knapp 50 von diesen Premier League Packs. Da werden wahrscheinlich insgesamt auch noch ein paar mit dazukommen mit der Bundesliga. Die werde ich dann erstmal noch craften. Hier habe ich mir einfach einen 82er Pavlenka geholt. Ansonsten, ihr seht es, alles auch untauschbar. Wie gesagt, ansonsten hier nur mal einen Kepa, ein Areola und ein Pavlenka. Absolut nicht wirklich erwähnenswert. Die Jungs kann ich auch abgeben. Insgesamt kostet die SBC also 250k. Ist nicht günstig, aber auch jetzt nicht krass teuer, finde ich. Für 90er Boateng, wie gesagt, man kann ja halt top verlinken. Hier musste ich zwei Serie A-Spieler abgeben und den Info vom Oyarzabal, den ich noch im Verein hatte. Huch, hat er kurz einen wichtigen Anruf. Da musste ich einmal ganz kurz ran. Deswegen habe ich, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Dicke Sorry dafür.
Aber wie gesagt, diesen Oyarzabal musste ich abgeben, hatte ich ja auch untauschbar. Und ansonsten habe ich hier Mario Fernandes geholt. Also im Prinzip auch alles, ja, absolut nichts Wildes. Noch die anderen 85er, David De Gea. Ich habe auch das genau so gemacht, logischerweise. Dass wir das Niedrigste überhaupt abgeben. Menü kann ich ja, wisst ihr. Das war die letzte SBC. Boateng sagt Hallo. Und ich werde jetzt in dieser Folge ausnahmsweise mit ihm noch kein Spiel spielen. Hat einfach folgenden Grund, weil ich noch überhaupt nicht weiß, ob wir irgendein Team of the Year ziehen, was wir aus den ganzen angesparten Packs ziehen und was ich mir im Endeffekt dann für ein Team of the Year. Wie gesagt, ich werde es euch schon mal so ein bisschen zeigen, was ich so vorhabe. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich wahrscheinlich, wenn keine Icon-SBCs jetzt mehr kommen, die nächsten 2, 3, 4 Tage, den Cannavaro machen werde. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass Boateng und Cannavaro ein extrem geiles Duo ist. Auch deswegen habe ich den schon so ein bisschen abgeschlossen, weil ich glaube, ich habe mit Boateng natürlich so einen richtigen Schrank, so einen richtigen Tank. Also ich denke, der wird in-game so ein bisschen sein, so wie so ein Virgil van Dijk, nur halt ein Stück besser, weil der halt auch nochmal ein Stück schneller ist und 97 fairer Zweikampf und so. Aber wie gesagt, er wird jetzt wahrscheinlich nicht unfassbar beweglich sein. Und daneben dann mit so einem Cannavaro so einen etwas kleinen, quirligen Verteidiger, der genauso viel Defending hat. Ich glaube, dass das ein geiles Duo ist. Und von daher, ja, bin ich da auf jeden Fall schon mal sehr happy. Der hat ja auch direkt das dynamische Bild. Also über die SBC habe ich mich persönlich sehr gefreut. Ich werde euch das einmal ganz kurz zeigen, mit wie ich das dann so ungefähr plane. Was weiß ich, ich nenne es einfach 4-2-1, obwohl ich nicht in der Aufstellung spiele. Natürlich dann hier mit Boateng. Dann könnte ich mir daneben den richtigen Cannavaro stellen. Ins Tor habe ich halt dann die Möglichkeit mit Neuer, links Davis und so weiter und so fort. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie den Kurzhaber einbauen kann, dass ich mir erstmal die Coins spare für Neymar, weil ich würde halt eher lieber ein paar Team of the Years testen, jetzt nicht wieder diese ganzen 0815 kann. Wie gesagt, dann hier beispielsweise Davis, hier beispielsweise Kimmich, die beiden anderen haben eh einen Perfect Link und dann in-game halt vielleicht Kimmich und Davis auf der Doppel-6. Ich weiß nicht, was ihr davon halten würdet. Wenn ihr da gute Vorschläge habt, könnt ihr mir das gerne mal tweeten oder auch auf Instagram oder so. Ich habe halt, wie gesagt, Budget mit Mbappé und mit Cannavaro. Das dürft ihr nicht abziehen von ungefähr 5 Millionen Coins. Plus X. Vielleicht sind wir auch irgendeine Team of the Year-Karte. Die beiden könnten wir uns halt schon mal safe holen ins Tor. Wenn ich dann irgendwann nochmal mehr Coins hätte, könnte ich immer noch einen blauen Neuer stellen und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ich das jetzt hier wahrscheinlich umstelle, der Kurzhaber, ich könnte das ja in der normalen, weiß ich nicht, welche ist das, die hier zum Beispiel machen, mit Mbappé, der Kurzhaber hätte als linker Außenverteidiger 7 Chemie, das wird reichen. Wie gesagt, dann Davis vielleicht in-game auf die 6, das wäre, glaube ich, schon ein geiles Duo, so. Auf der Seite gibt es halt auch noch Trent, den ich auch als Sechser spielen könnte, wäre auch eine gute Idee. Also wie gesagt, wenn ihr da kreativ seid, wenn ihr da Bock drauf habt, helft mir da gerne. Das auf jeden Fall dazu. Boateng kriegt auf jeden Fall auch einen Shadow drauf. Ich denke, dass ich da einige ziehen werde. Mittlerweile, kurz da noch ein kleines Update, stehen wir bei 143 Packs. Wie gesagt, denkt dran, morgen, wir machen einfach mal zur Feier des Tages 2 Stück auf für die heutige Folge, weil ich will euch nicht immer so lange warten lassen. Ja? Gestern hatten wir einen Mané drin. Vielleicht klappt das ja, dass wir irgendwas Gutes haben. Da ziehen wir auf jeden Fall 2 Doppelte. Das ist schon mal grandios. Die habe ich aber, glaube ich, hoffentlich beide noch tauschbar. So sieht's aus. Top. Da muss ich die auch auf jeden Fall schon mal nicht abstoßen. Und ich werde auf jeden Fall mit den übrigen jetzt erstmal nur Bundesliga-Packs machen. Weil, also ich glaube, ich hätte All-In gehen sollen auf die Bundesliga-Packs. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir das mehr bringt und dass ich die Spiele auch ein bisschen eher spielen wollen würde. Jetzt sind halt gerade Trent und Van Dijk, die beide wären natürlich geil, klar. Aber ich würde mich, glaube ich, mehr über so einen Kimmich oder auch über so einen Neuer würde ich mich übel freuen. Ist eigentlich ganz egal. Da haben wir den ersten Doppelten. Der seht ihr, das heißt, da kann ich jetzt gleich wieder ganz entspannt recraften. Das war es auf jeden Fall von der heutigen Folge. Wie gesagt, Boateng haben wir gemacht. Pläne sind absolut da. Morgen haben wir auch noch Elite Rewards. Vielleicht kommt ein Neymar ins Team of the Week. Das wäre vielleicht eine ganz coole Variante. Oder vielleicht auch einen Nick Pope, der wahrscheinlich eh viel besser ist als Neuer. Und ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt noch einiges zu tun. Also die nächsten Folgen und das Wochenende wird absolut saftig. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, wie gesagt, nochmal herzliche Einladung. Schaut bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Vor allem auch morgen Abend, wenn dann hoffentlich alle Verteidiger in Pech sind. Ihr seht aber natürlich auch alles drumherum, was da passiert in den nächsten Folgen hier. Und ich bin so hyped, dass wir endlich die ganzen Packs sehen können. Endlich geht für uns eigentlich ab morgen, beziehungsweise ab heute Abend, ab morgen
geht endlich für uns das Team of the Year so richtig los. Da werden wir nochmal 5-6 Tage richtig hardcore Wine grinden. Da habe ich richtig Bock drauf. Und da sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.